Heyo. Willkommen. Willkommen, willkommen. Eine neue Runde Red Dead Redemption Online. Schauen wir mal, was heute so geht. Und wann sich einer von den Kollegen von gestern verirrt in mein Discord. Mal gucken. Viel kann man ja alleine nicht machen, aber ein bisschen rumgucken, was so geht, kann man bestimmt machen. Lade. Was? Ich dreh noch durch, Rockstar. Ihr Scammer. Seht zu, dass ihr eure Server zum Laufen kriegt. Zahlst du schon einen Haufen Geld für so ein Spiel? Ich würde ja Alpha sagen, aber es ist leider ein Vollpreisspiel, was Entwicklung beendet eigentlich ist. Es lebt. Jolly Jumper, wo bist du? Kommen Sie her. Haben wir ja gestern noch ein bisschen Geld verdient. $48. So. Soll ich da hinkommen? Vogeleier, Wildjagd. Sucht mein Lager mit mal da. Umgesetzt worden. Sollen wir da hinkommen? Wir reiten da erstmal hin. Durchschnitt. Okay. Also bin ich noch nicht überfressen. Gut, gut. Gut zu wissen.
bestimmt noch ewig weit hin. Ein weiter Weg. Was ist das? Ein Versteck. Was für ein Versteck? Stimmt, so ein Banditenversteck oder sowas, wa? Können wir da mit dem Boot hinrudern? Ich tippe mal schon. Kein Boot? Ihr habt's doch ein Boot. Verdammt. Mister? Gucken wir mal, vielleicht können wir da sogar ein Boot nehmen. Hello. Hola. Ich gerade noch ein Boot im Wasser. Ich mich echt so verguckt. Kein Boot. Verdammt. Verdammt, verdammt.
Sounds like I heard what you heard. Hard. Wo kriegt man jetzt ein Boot her? Herausforderung Flussangeln. Nee, aber wir wollen erstmal rüber über den Fluss. Ah ja, U-Boot fährt. Wenn sie nicht weiter fährt, lauf. Husch, husch. Diese lange Zunge kommt mir ja gar nicht bekannt vor. Und hier ist auch schon wieder Schluss. Komme ich da mit dem Pferd hin oder säuft das unterwegs? Also hier ist ja noch nicht tief. Ein Stückchen, wird er das Pferd schaffen? Sieht so aus, als ob das hier tiefer wird. Hm. Probiere ich das? Pferdeflüsterer Gürtelschnalle. Klendi Wickum, moin moin. Das ist doch ein Pferd. Das gab's umsonst. Hier gibt es irgendwo Vogeleier. Habe ich so gehört. Vorne. Tarnen wir uns, dass die Vögel nicht sehen, dass wir kommen. Sie werden ganz überrascht sein. Thank you.
Na, nicht, dass das Adler sind, die mich dann angreifen. Eins von 9 Eiern gefunden. Okay. Wo haben die nächsten Eier? Muss ich die jetzt so per Zufall finden oder was? Das ist ja auch fies. Woher soll ich denn hier wissen, dass irgendwo Vogeleier sind? Gibt ja ja nicht. Nö. Nix mit Markierung. Vielleicht gibt ja hier irgendwo noch ein Nest. Sieht nicht so aus. Da vorne ist noch was. Schildkröten. Können wir ja eine harmlose Schildkröte ermorden. Reptilienfleisch. Okay. Bringen wir noch eine Schildkröte im Naturschutzgebiet um. Hat Vieh noch mit. Kriege ich jetzt noch Vogeleier her? Es wird halt auch noch dunkel. Und ich sehe kaum, wo ich hin will. Mein Unterwasserpferd. Jetzt renne ich gerade ein Alligator angeschwommen kommt. Sollten wir das schaffen.
Das sind Fische. Irgendwas war doch hier. Klettenwurzel. Ach so, kann ich ja schon mal die Riffel auslosen hier. Materialien erforderlich. Eieiei. Erstmal die ganzen Sachen sammeln hier. War ja noch was. Nehmen wir alles mit. Weil er dort kostenlos gibt. Wo finde ich jetzt Vogeleier? Das ist ja jetzt mein nächstes großes Problem. Zu Frau Nasenhaar eine neue Karte kaufen. Diese hier, Madame Nasenhaar. Ich habe ja keine Ahnung. Oder muss ich meine Karte bloß noch mal angucken? Nee, habe ich gar nicht. Den kenne ich schon, okay. Oh, Nasenhaar. Das sind ja auch nur Sachen. Die Taschen voll sammeln.
was auch immer man das braucht. Ja, hat schon deutlich mehr Stamina mein Pferd. Boah, jetzt sehe ich aber kaum noch, wo ich lang reite. Im Stream sieht das alles so schön hell aus. Aber bei mir auf dem Monitor nicht. Kann ich kaum die Umrisse erkennen von dem Weg hier. Wenn man dann durch die Berglandschaft reitet, verreitet man sich ganz schnell. Ja, klar. Lauf! Lauf, Pferd! Boah, lauf, Mann! Guck nicht, lauf! Was guckst, gibt's da zu gucken, Pferd? Du sollst laufen. Du bist doch viel schneller als die Eulenwölfe hier. Geht's jetzt lang hier? Der Kopf immer. Ja, um ein Haar hätten die uns gekriegt, blödes Pferd. Vielleicht auch mal irgendwie was essen, was Stamina auffüllt. Das ist so ein zäckiges Pferd, ey. Im Scheiß hat das Vieh Angst. Tägliche Stallgebühr. Hier geht's ja gar nicht lang. Ist hier so duster, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich bin. Hier so. Hier gibt eine Spitzkehre, wo? Hier so? Alter. Ist aber auch duster.
Und falsch rum. Hier lang. Ich komme ja noch beim Fleischer vorbei, wo ich Schildkröte verkaufen kann. Bestimmt. Einmal quer über die Karte reiten. Müssen noch bald da sein. I hear tell of your good deeds, but you do not fool me. Many of these items spend months in the belly of a ship to get here. The crossing is rough, and I would know. Let me see. Schraubenkraut. $8.50. It is worth seeking these out. Vogelei, $3. Charming but commonplace. Okay. $350 kostet und Drecks Feldspaten. If you want to take this work seriously, you are going to need a shovel. $19. You are tempted, I can see. You are collecting these. Eine Landkarte, mit der antike Schnapsflaschen aufgespürt werden können. Certainly, I have some to spare. Tja, genug Geld ausgegeben. The trees here are beautiful, no? Sometimes they bear bloody fruit. You could not bear to part with it. Well, I can't.
Hoffentlich lohnt sich das doch. Auf dem Geld für so eine Karten ausgegeben. Hat ein Bär. Nee, ist kein Bär. Möhre ist gut für Pferde, ne? Aber das Pferd mit dann. Jetzt bin ich schon fast wieder raus aus dem Kreis. Leuchtet doch nicht. Das hier sieht noch wie so ein Kraut aus. So richtig blinken tut hier nichts. Scam mich, erschießt die Alte. Die hat mich betrogen. Der Betrug. Hallo, Buckertzatte. Wo
voll der Betrug. Die verkauft mir hier Karten, die gar nicht zu Sachen führen. Bin doch direkt in dem gelben Bereich. Da am Wasser lang. Meinst? Das ist nichts. Ich sag Scam. Welches Level habe ich? Wo sehe ich das? Das ist denn die nächste Frage. Wo sehe ich mein Level? Hier vielleicht? 8. Wenn das Level ist, 8. Ich gekauft die Karte. $18. Holy Scam. Scam, die hat mich abgezockt. Verschiedenes, glaube ich, war das. Der Bereich, der sagt, dass es hier Wildblumen geben soll. Mal, wir können noch mal auf der Karte gucken. Ihr Suchgebiet für Wildblumen. Und hier sind Tarotkarten. Aber ich denke mal, das ist denn. Ja, mach doch. Dafür ist er da. Ich gehe mal darüber. Schau mal, ob ich die Tarotkarten da finde im Nachbarbereich. Da ist er. Willkommen. Da, ja. Die hat mich voll gescammt, ey. Jetzt hat sich meine zweite Frage schon erledigt. Warum? Ich habe auch noch so ein Dings gekauft für Tarotkarten. Was du für Karten hast, hast du das Problem, dass du halt vielleicht buddeln musst, ne? Und das kannst du nicht umsparen. Ja, und die olle Schaufel kostet $350, ne? Das ist ja die nächste Abzocke. So, jetzt höre ich dich auch. Wie, du hörst mich sonst nicht? Ja, ich muss den Regler hochmachen. Ich habe bei mir TeamSpeak und sowas auf einem anderen Regler, damit ich so separat alles steuern kann. Ja, also ich wurde abgezockt. Und die olle Schippe, die kostet ja auch irgendwie $350. Die ist richtig teuer. Und dann der Detektor, der Metalldetektor, kostet nochmal 750. Aber wenn du die Tarotkarten zum Beispiel machst, kriegst du das Geld schnell zusammen. Na, mal gucken. Hier ja, sollen ja gut. Jetzt irgendwo Karten sein. Ja. Wenn du dein Ding nicht da benutzt, dein Adlerauge, müsstest du die eigentlich relativ gut sehen. Und eigentlich müsstest du das hören. Mal gucken. Vielleicht draußen? Ich weiß nicht, wie bei dir die Spielsounds eingestellt sind, aber du müsstest das hören. Das macht ein Geräusch, wenn du irgendwas in der Nähe hast.
Ja, ja, los. Und desto näher du dran bist, desto lauter wird dieses Geräusch. Und mit dem Adlerauge siehst du es golden leuchten. Hier wahrscheinlich nicht. Die können auch im Haus liegen, meistens auf der Fensterbank oder sowas. Oder wenn da eine Bank davor steht. Ist vielleicht gar nicht in dem Haus, weil wenn ich mal hier die Karte so aufmache, in dem Bereich soll die Tarotkarte ja sein. In einem komplett gelben Bereich, ja, die kann, aber Karten liegen eigentlich immer bei irgendwelchen Häusern oder sowas. Ich weiß nicht, kannst du noch weiter reinsehen? Warte. Jetzt bin ich auch hier. Ich wollte gerade sagen, da steht die da neben mir. Geh noch mal rein. Ja, aber was? Ich habe sie gefunden. Wo? Echt, bin ich daran vorbeigelaufen? Ja, jetzt sehe ich es auch blinken. Das, manchmal ist das leider Gottes so, so habe ich hier auch schon mal, dass die nicht direkt golden leuchten. Weil du hast ja da normalerweise so ein Gekrissel drum. Und dann siehst du das richtig schön. Aber leider nicht immer. Aber du müsstest eigentlich vom Spielsound her, wie gesagt, das hören. Ja, das ja. Klingelt denn so ein bisschen und so. Da war auch ein bisschen was. Aber jetzt habe ich hier auf dem Nachbargebiet Wildblumen. Wildblumen? Warte mal, ich guck mal gerade, wo sie hier sind. Ich habe dir für solche Sachen, habe ich dir auch einen Link geschickt per Nachricht. Hast du? Habe ich. Also wo sind wir denn? McFarlane's Ranch? Thief's Landing? Ach, da unten. Mantilla, Manteca Falls. Da drüben. Bin ich mal gespannt. Und zwar müsste das. Ach da. Am Wegesrand, ja, jetzt sehe ich. Da müsste das sein. Dein Pferd kann mich nicht finden. Oh. Half Penny Coin? Was ist das? Behind the cabin between a rock and a tree? Du kannst die Seite auch umstellen, ne? Wenn du ein bisschen nach unten scrollst im linken Menü, kannst du die auf Deutsch umstellen. Hier soll ein Half-Penny-Coin irgendwo sein? Ja, und zwar, aber ist der hier? Warte mal. Between a Rock und a Tree. Ja, den wirst du nicht finden. Und zwar. Die muss man ausbuddeln, okay. Genau. Wenn du einmal zu mir kommst, kann ich dir das sogar zeigen. Verdammt. Dafür brauchst du den hier. Dann grab du dir den aus. So. Der macht ein akustisches Geräusch und der ist am Blinken. Das geht aber halt leider nur, wenn du den Metalldetektor bzw. die Schaufel hast. Okay. Dann gucken wir mal. Das soll ja hier an der Straße irgendwo sein. Die olle Blume.
oben links auf der Seite läuft eine Uhrzeit ab. Das ist immer die Zeit, wann die Seite aktualisiert wird. Ah, okay. War das hier? Hier irgendwo war das doch, ne? Ja, ja, ich höre schon knistern. Ah, hier. Ach, da. Das ist ja so klein, das findet man ja gar nicht beim Vorbeigehen. Mhm. Das ist manchmal echt. Da musst du echt gut gucken. Okay, plus 100 Sammler. Genau. Ach, hast du den Sammler? Hast du den geholt? Ja, ich hatte doch 25 Goldstücke. Ich habe mir diesen Schlachtertisch gekauft. Mhm. Und diese Sammlertasche. Und jetzt bin ich pleite an Gold. 0,99 habe ich. Ja. Ja, aber wenn du Dailies machst und fleißig sammeln gehst, dann kriegst du das ruckzuck wieder rein. Eigentlich. Mhm. Hast du denn schon Dailies gemacht heute? Nee, natürlich nicht. Ich habe hier noch ein Suchgebiet für Wildblumen. Siehst du mein Ziel, wenn wir im Tropfsirne sind? Wenn wir im Tropf sind, ja. Wenn du dich einlädst, dann ja. Ohne Momento. Ich habe jetzt gerade zweimal teure Karte gekauft, denn dann sollen die nicht ganz umsonst gewesen sein. Ja, aber wie gesagt, das kannst du dir halt dann klemmen, ne? Mit dem Link, den ich dir da geschickt habe. Dann brauche ich die Karten nicht kaufen. Nein, würde ich nicht machen, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich absolut nicht, weil du kriegst denn da zwar zwei, drei Sachen angezeigt, richtig Geld mit dem Sammler machst du aber nur, wenn du Sets abgibst. Eigentlich. Und das sind ja bei den Tarotkarten zum Beispiel, da sind ja mal eben 14 Stück oder sowas drin. Und die 14 würde ich die über die Karten finden? Wenn ich die kaufe, die Karte? Nee, ich denke nicht. Was heißt, ich denke nicht, doch irgendwann wirst du die schon finden. Das Problem ist ja, du kriegst immer drei Stück oder so angezeigt, zwei oder drei Stück. Für den Preis lohnt sich das ja gar nicht. So, das zum einen. Und zum anderen musst du dann ja sieben Karten bei der kaufen. Nein, bist du mal der Zip voll hast. Was hast du gemacht? War ein bisschen steil hier. Meine Schildkröte ist auch runtergefallen. Wollte ich eigentlich auch noch verkaufen. Oh, das ist ja am Arsch der Heide, hätte ich fast gesagt. Du bist ja hier auch querfeld eingeritten. Ja. Und dann ab durchs Wasser. Aber es gibt ja den super coolen Kino-Modus. Jetzt hoffe ich mal, dass der auf deinen Mark reagiert. Das sieht so aus. Ja, jetzt reitet er alleine. was bei dieser Collectors Map, die ich dir geschickt habe, auch gut ist, wenn du Sachen eingesammelt hast, du kannst ja jeden Tag neu sammeln. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel wie diese Tarotkarte, die wir da gerade hatten, dann kannst du die markieren. Wenn du die anklickst und dann wird die halt entweder richtig in Farbe angezeigt oder wird so ein bisschen durchsichtig gemacht, dann weißt du auch, welche du schon hast. Sprich, du kannst quasi auch in deine Sammlertasche gucken, welche du schon hast und nur noch die einsammeln, die dir fehlen, um schneller voranzukommen. Aber du machst halt mit diesem Sammeln unheimlich viel XP, ne? Mhm. Und du könntest jetzt auf jeden Fall schon sammeln Familienerbstücke, weil die musst du nicht ausbuddeln. Schnapsflaschen.
und die ganzen Karten. Armbänder können teilweise verbuddelt sein, müssen aber nicht. Ohrringe, Halsketten und Ringe genauso. Und die Pfeilspitzen auch, die sind auch verbuddelt. Familienerbstücke sind meistens Kämme, die sind nicht verbuddelt. Findest du so? Kämme. Okay. Die liegen meistens in irgendwelchen Häusern oder so. Ja. Mhm. Und wenn du da halt die Sets einmal voll machst und gehst dann zu der Madame, dann bist du auf jeden Fall, ich sag mal, ganz schnell 5-6 Level höher und hast ein bisschen Geld auf Tasche. Hast du schon mal geguckt, was du an Dailies heute hast? Nö. Natürlich nicht. Bitte nur. Das variiert nämlich auch von Level zu Level und je nachdem, wie weit du deine Rollen schon hast. Nee, bisher bin ich sinnlos durch die Gegend geritten und hab geguckt, was hier ist, was da ist, hab die Eier gesammelt gehabt. Vogeleier von der Insel. Das ist auch schon mal gut. Da gab es dann noch ein bisschen Kohle für, aber die habe ich dann gleich wieder für die Karten rausgeschmissen. Okay. Ja, die Vogeleier kannst du auch im Set verkaufen. Ja, habe ich jetzt schon 4 Eier, glaube ich, so verkauft. Das Problem ist, du brauchst nachher bei ein paar von den Eiern brauchst du das Warmintgewehr. Das ist ein Jagdgewehr. Okay. Weil du die vom Baum schießen musst. Ich würde vorschlagen, ich mache mir da erstmal einen Bookmark von der Seite. Das auf jeden Fall. 7 Stunden zeigt die jetzt gerade an. Ich glaube, morgen früh um 1 ist das. Also jeden Tag um dieselbe Zeit wird die einmal resettet. Ja. Ändert sich denn der Aufenthaltsort von diesen Items oder was? Ja. Ach so. Und sucht der Seitenbetreiber die denn neu und trägt die wieder ein oder wie läuft das? Nee, das ist ein Algorithmus. Ach so. Ein ganz billiger Spawn-Algorithmus. Und Wo will der denn jetzt hin? Ach so, wir sind hier. Ja, ich stehe schon hier bei der Blume. Ach so, und es gibt Items wie zum Beispiel diese Agarita und dieses Indianerkraut. Die kannst du nur nachts sammeln. Von okay. 22 bis 6 Uhr, glaube ich. Also da am besten, wenn du die holen willst, guckst du auf der Map, wo die überall stehen können. Und dann sammelst du die direkt 2 oder 3, damit du halt welche auf Reserve hast. Tanzt ihr euch da an oder was? Ich habe ihn begrüßt. Ich habe keine Ahnung, was für eine Begrüßung ist, aber... Er hat auch irgendwas gemacht. So... Jetzt gucken wir mal tägliche Herausforderungen. Wie soll ich hier winken? Wenn du ein Spiel anguckst. Na, zu spät. Auf, ja, so wie ich dich jetzt zum Beispiel, dann auf Tab. Und dann kannst du halt deine favorisierten Emotes abspielen. Spucken. Aha. Gut. Du kannst auch welche kaufen. Ich glaube, im Bekleidungsgeschäft gibt es die. Da sind auch etliche bei, die umsonst sind. Wo sind wir jetzt? Upper Mountain River neben Blackwater. Ich mache das immer so. Ich gucke auf der Karte, was ich habe. Ne? An der Seite, die Listen kannst du quasi ausklappen. Mhm. Wo, wenn da zum Beispiel steht Wildblumen, ne, dann klickst du auf den Pfeil an der Seite und kannst sie ausklappen und dann stehen da alle Wildblumen, die es gibt. Und die ich habe, die mark ich an, dann werden die durchgestrichen und dann siehst du nachher auf der Karte nur noch die du brauchst. Und dann klapper ich das alles nach und nach ab, um halt die Sets alle voll zu kriegen.
ist immer ein bisschen Arbeit in der Vorbereitung, aber so sammelst du halt nicht alles doppelt an. Und du kannst dir da dann halt auch zum Beispiel Ohrringe, Armbänder und sowas komplett ausblenden lassen. Weil bringt dir ja nichts, du kannst ja noch nicht buddeln. Ja, ja. Habe ich gerade mal gemacht. Denn dann haben wir hier ungefähr müsste dann ja die nächste sein. Glaube ich. Ne? Ja, da ist blau gewesen. Ja, ein Stückchen weiter hinten noch. Rüber. Warte mal. Du kannst ja da auch gut reinscrollen, sehen in die Karte. Weil teilweise gerade so bei Tarotkarten und so, siehst du dann schon, dass da meistens irgendwelche Gebäude markiert sind. Okay. Und es gibt auch bestimmte Sachen, die unterirdisch liegen. Das kann dir auch passieren. Mhm. Im Stollen zum Beispiel oder Opala. Opala? Ja, hier war ein Abhang. Es gibt hier diverse Stollen oder du reitest zum Beispiel irgendwo gerade auf einem Hügel lang und unten drunter ist eine Höhle, die du nicht direkt siehst. Also du könntest jetzt, glaube ich, sogar, warte mal, wenn du die Blume anklickst. Nee, bei den Items geht es, also bei den Blumen geht es nicht, aber bei den Items zum Beispiel, wie Schmuckstücke und sowas, da kannst du dir sogar Videos anzeigen lassen. Okay. Und ich bin gestorben. Irgendwo runtergeritten, ne? Ja, ja. Das habe ich gehört. Oh, hat er gesagt. Bisschen Suizid gefährdet manchmal. Aber guck mal, ich bin direkt hier. Hier ist er. Und die leuchtet jetzt sogar mal golden, wenn du den Dingens anmachst. Mhm. Gut, dann kann ich die auch runternehmen. Das sind aber viele. Mhm. Ich glaube 9 Stück bei dem Wildblumen. Ja. Ich habe jetzt 6 von 9. Aber bei den Tarotkarten und bei den Familienerbstück nachher, da hast du dann 15 Stück und sowas und 14 Stück. Du kannst ganz unten Schnellreisepunkte, Vogelnester, Grabräuber und so ein Kram kannst du auch alles ausmachen. Dann hast du halt wirklich nur die Items, die du sammeln kannst in deiner Liste. Mhm. Dann ist die Karte nicht ganz so voll, damit du weißt, wo du hin musst. Und wenn du jetzt wirklich mal sagst, ich mache heute einen Sammeltag, weil ich brauche Geld und ich brauche die XP zum Willkommen, Haas. Dann empfiehlt sich eigentlich immer, dass du an einer Seite der Karte anfängst und dich zur anderen Seite durcharbeitest. Ich glaube, ich muss erstmal checken, was ich überhaupt habe, weil dann sind die wahrscheinlich mehrfach drin, die Blumen. Das kann passieren. Du kannst die auch ruhig mehrfach sammeln, das ist ja nicht tragisch. Dann hast du halt für das nächste Set schon wieder. Ne? Es gibt auch Sachen, die du halt immer öfter findest und die du dann halt 3-4 Mal im Inventar hast. Aber das ist ja nicht tragisch. Aber kannst du besser aufheben und warten, als einzeln zu verkaufen. Dann gibt es ja noch diese wöchentlichen Sammlungen, die Madame Nazar haben will. Die lohnen sich aber meiner Meinung nach auch gar nicht. Und das Problem ist, wenn die zum Beispiel irgendeine Tarotkarte von dir will, dann fehlt die nachher wieder im Set. So, jetzt muss ich mal gucken. Johannisbeere. Scheiße, jetzt muss ich auch noch sehen, wie die heißt. Kann ich das auf Deutsch umstellen? Englisch, Deutsch, ja. Alles klar. So, wo haben wir die Johannisbeere? Es taucht hier gar nicht auf. Dann ist das keine, die ich
Nee. Sammeln muss. Geh mal in deine Tasche. Ja. Und dann drückst du einmal auf Q. Und dann steht da Sammlungen. Ja. Und bei mir ist es das dritte Symbol. Ist Wildblumensammlung. Da steht dann auch ganz unten, du hast 6 von 9 gesammelt. Und wenn du die dann anklickst, dann zeigt er dir, was du schon hast. Kleine Klette. Kleine Klette ausblenden. Blauregen ausblenden. Schokoladenblume. Ja, ich habe zum Beispiel hier Kardinal Lobelie. Habe ich 6 Mal. Weil die ist halt viel da hinten bei St. Denis oder wie das heißt. Da findest du die öfter und im Road. Dann sammelst du die natürlich auch öfter ein. Mhm. So, jetzt hat er die ausgeblendet. Und jetzt sind nur noch die, die wir brauchen. Okay. Gucken. Karte vergleichen. Elisabeth. Da ist das H. Da ist der Abzweig. Was auch ganz sinnig ist, wenn du jetzt so mehrere Sachen hast, ne? Gerade wenn du jetzt sagst, du machst zum Beispiel Wildblumen und diese Karten in irgendeinem Bereich zum Beispiel, ne? Alles, was jetzt zum Beispiel bei deinem Mark in der Nähe ist, kannst du dir mit Y auch Markierungen setzen. Weil das ist jetzt eine Wegmarkierung und du kannst hier noch einzelne Markierungen setzen. Dann siehst du, wenn du die Karte aufmachst, direkt, was ist in der Nähe, wo gehe ich als nächstes hin. Ach so. Ach so. Dann geht das noch einen Tacken schneller. Ich bin taub. Nein, alles gut. Ich habe gerade bloß Stream gemutet, noch schnell über Stream Deck. Du hast ein Stream Deck und keine Discord-Mute-Taste? Ich habe 2 Stream Decks. Das normale und das Big, das XL. Ach. Ehrlich? Ich will das auch haben. Erst hatte ich mir das normale mit den, wie viele Tasten sind das hier? 3, 2, 4, 5, 15 Tasten und dann hatte ich mir noch das große gekauft. Ja, ich bin auch schon die ganze Zeit hinterher, aber dann kommt immer mal wieder was anderes dazwischen. Ich kann dir sagen, wenn man erstmal so was hatte, will man nie wieder was anderes, ne? Ja, also Stream Deck habe ich ja auch, das kleine. Mhm. Das große war jetzt halt so die Überlegung, ne? Warte mal, Mikrofon ein- und ausschalten. Machen wir mal Maus 4. Ja, so funktioniert das. So viel. Ja, ich höre auch Schüsse. Aber ich sehe nichts. Kein Banditenversteck, nichts. Ja, wer weiß. So. Geht das auch aus dem Spiel, wenn ich jetzt im Spiel bin? Natürlich nicht. Ich starte mal meinen Discord kurz als Admin neu. Mach mal. Wo ist meine Taskleiste? Da. Das ist nämlich. Ja, das ist nämlich meistens das Problem, dass man den Discord nicht als Admin gestartet hat. Jetzt geht das auch. Belastend. Wobei ich nicht verstehe, warum sie die Funktion einbauen, dass du einen Hotkey besetzen kannst, wenn du ihn dann nicht nutzen kannst. Ja. Wenn du kein Admin bist. Das ist total Schwachsinn. Ganz komisch, ne? So, ach, jetzt wollte ich aber mal gucken, was heute an täglichen gibt, weil heute bin ich nämlich nicht so lange da. Ich muss kochen. Kochen? Ja. Und eine Story-Mission muss ich machen. Wieso? Wieso, weshalb? Ich weiß es nicht. Wo sehe ich das? Und tanzen. L? Und dann tägliche Herausforderung. Mhm. So, und dann hast du
drei Seiten insgesamt. Die erste Seite sind allgemeine tägliche Aufgaben. Die zweite Seite sind Rollenaufgaben. Und die dritte Seite zeigt dir, wie viele Tage in Folge du halt schon die täglichen Aufgaben machst und wie hoch dein Bonus ist. Mhm. Da wollen sie dich zwingen, dass du jeden Tag spielst, ne? Ja, so quasi. Die Schweine. Ja, das ist ne? Eigentlich schon nicht doof gemacht, aber am Ende lohnt es sich halt, ne? Soll ich mal dein Pferd boxen? Mach mal. Der zeigt dir dann, was er kann. War das nicht F? Macht er nicht. Macht er nicht, ne? Ich könnte... Macht das immer sehr gut. Jetzt haut es ab. Jetzt ist es eigentlich schnappt. Zickig. Zickig, die kleine Zicke. Charlie, ich muss einmal eben essen gehen. Ich habe gerade Signal gekriegt, es gibt was zu futtern. Dann kannst du hier noch weiter sammeln und wenn du Bock hast, können wir uns dann mal die täglichen angucken. Genau, also ich tiger dann erstmal zu meinen Kletten oder zu meinen Pflanzen da. Genau. Ich weiß erstmal Bescheid, wo ich hin muss. Das wollte ich gerade sagen. Lass dir schmecken. Gucken ohne Ende und wenn du mit Blumen durch bist, hast du ja immer noch die Tarotkarten und die Familienerbstücke. Genau. Super. Da hast du auf jeden Fall ein paar Stunden zu tun. Ach, und die Schnapsflaschen, die kannst du auch machen. Die sind auch nicht verbuddelt, die stehen auch überall in uns rum. Oh, es klingelt. Telefon, tschüss, bis gleich. So, da bin ich wieder. Teskos, willkommen. So, erstmal durchschummeln. Klippe. Irgendwo hier hinten. Thank you.
das Ding das? Genau, 4 von 9 Blumen. Können wir die entfernen? Lower Texas. Die haben wir. So. Jetzt sollen wir mal gucken. Wo ist denn der andere? Hier direkt beim Tee. Pferd, wo bist du? Mensch, ist das duster. Hat er doch das Käse gegessen? Verdammt. Wollte ich eigentlich nicht. Ich habe eine Idee. Lass eine Kinokamera laufen. Lange ist die Prediction eigentlich schon offen. Okay. Machen wir noch eine. Und schließen die eine mal. Wake up. Uah. Lauf. Lauf, Pferd, lauf. Es geht um dein Leben, lauf. Alchemie, willkommen. Willkommen, willkommen. Oh oh.
Ich glaube, ich habe bald ein paar Wolfsfälle. Und wann muss ich denn mal kämpfen? Und die erschießen? Da gibt ein Loot. Ja, thank you for the loot. Thank you, thank you. Nein, doch. Oh. And thanks for the 11 T-Fuel. Very kind. Huch. Aus Versehen beide geschlossen. Das ist yes. 830 Hollower. Twitch. So. Erklickt. Boah, die folgen mir schon wieder. Spätestens das. 4:28 Uhr. Hallo Herr Heil, willkommen. Los, durch hier. Irgendwo hier. Und direkt neben dem Tee. Der will mich verarschen. War gar nicht beim T, das war beim I. Er will mich echt verarschen. Wie weit ist denn das noch? Muss ich da hoch? Sag nicht so was. Ich muss da hoch. Müssen wir uns da irgendwie hochquälen? Need no new friends on the road. Get on.
Genau, jeha. Da jetzt auch noch hoch? Ernsthaft? Wie soll ich denn das machen? Ich krieg hier noch einen zu viel. So. Hier irgendwo muss das sein. Müsste fast draufstehen. Ist die? Jetzt bin ich schon neben dem I. Zwischen den beiden. Nicht blind. Ja, willkommen. Hast du die Karte schon leer? Nee. Ich fühle mich gerade getrollt von der Map. Warum? Ich habe jetzt gerade hier eine. Was ist das hier? Agarita? Ja, das ist die du nur nachts sammeln kannst. Ab 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. Och, das steht doch bei. Von 10 Uhr abends bis 5 Uhr morgens, ja. Oder 5 Uhr sogar. Ja, da musst du immer, ich glaube, wenn du Tab drückst, siehst du die Uhrzeit im Spiel. Und dann musst du gucken. 8:01 Uhr, jetzt ist es vormittags oder was? Oh nee, ne? Ich glaube, dieses, was gab es denn da noch? Indianer-Tabak oder sowas? Indianer-Seide, ne? Ist das, glaube ich. Wie heißt die denn? Indianer-Seidenpflanze, so. Die auch. Die wächst auch nur nachts. Und Zeit überspringen geht jetzt nicht im Multiplayer, ne? Wenn ich so ein Lager ausschlage oder sowas. Nein, du musst jetzt wirklich warten bis 22 Uhr. Das ist ja doof. Die Agarita hat, glaube ich, so 2 oder 3 Spots, wo die immer ist. Und dann musst du natürlich auch noch gucken, ob die da ist. Also, ich stehe direkt daneben. Ich bin da schon 3-mal rübergelaufen und habe mich verarscht gefühlt. Wenn man jetzt hier so guckt, hier von Austin beim I soll die stehen. Und ich bin... Hey, wake up.
direkt beim I. US 89841. Willkommen. 12 Stunden warten. Ja, super. Ach nein, 14. Warum? Scheiße, ey. Dann schieße ich mir jetzt mal zu essen und grill mir das. In der Zeit. Bin ich schon mal hier? Wäre auch Quatsch, wenn ich nochmal losreiten würde, oder? Jein, ne? Kann klappen, muss aber nicht. Das ist cool. Ich habe zwei. Warum habe ich denn zwei Lager? Na, eins meinst du es bestimmt. Nee. Bei dem Trupp bin ich ja nicht mehr drin. Und du siehst immer nur ein Lager. Aber ich habe gerade zwei. Die blinken auch. Eins links, eins rechts. Ich hatte mir als tägliche Aufgabe zu kochen. Und ich will wenigstens eine tägliche Aufgabe eben machen, damit der Bonus nicht verloren geht. Es gibt natürlich kein irgendwie Lebewesen hier in der Nähe, was ich töten kann und grillen kann. Kann auch daran liegen, wenn die Lobby zum Beispiel sehr voll ist, dann kann auch passieren, dass sehr wenig Tiere da sind, wenn zu viele getötet werden. Gerade einen Hasen gesehen. Muss mich mal ranschleichen. Bleib doch stehen, Meisterlampe. Duckt er sich in dem Moment, wo ich schieße? Das ist ein Cheaterhase. Manchmal ist übel, ne? Welche Waffe nutzt du denn momentan überhaupt? Den Karabiner. Oder was das ist, hier Rapatiergewehr. Ich hab ja nichts anderes großartig. Ja. Heißt das überhaupt so? Ja, Rapatiergewehr. Ja. Da siehst du schon Zähne. Verdammt. Hä? Was ist denn hier los? Kannst du in beiden Lagern kochen oder was? Ja, ich konnte jetzt hier gerade noch kochen. Und dann ist er auf einmal aufgestanden und jetzt ist mein Lager woanders. Bugs. Überall Bugs. Ja, es ist belastend manchmal. Oh. Weg, 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 weg. Dauert ja ewig, bis das nachts wird. Ah. Auch in der Nähe ist nichts Großartiges. Verdammt. Ja, dann hilft alles nichts. Dann muss ich mal woanders hin. Wenn du Alt drückst, dann siehst du die Uhrzeit. Bin über der Rickstation. Da ist die Rickstation.
hier so. Das ist ja doof, ey. Hast dich ewig hingekämpft zu der Pflanze und dann ist die nur nachts da. Ja, darum, das ist eine von den Pflanzen, wenn mir die fehlt, dann gehe ich immer direkt an allen Spots nachts vorbei und schaue, dass ich mehrere kriege, damit ich sie halt erstmal habe. Und jedes Mal, wenn ich die Sammlung mache, mir die Zeit in die Ohren schlagen muss, um diese eine Pflanze zu kriegen. Ja, macht Sinn. Gibt es eigentlich irgendwo so eine Bürste zu kaufen, um sein Pferd zu bürsten? Ja, kriegst du immer im Stall. Okay. Die kannst du immer wieder verwenden, die brauchst du nicht immer wieder neu kaufen, ne? Ne, die kostet nur einmal. Und was kostet die? Sag jetzt nicht $200. Nee, ich glaube $3.50, okay. Ja. Und wenn du halt du mit dieser Striegelei... mit der Striegelei kannst du ja die Verbundenheit zu deinem Pferd verbessern. Und wenn du die Stufe 4 schnell erreichen willst, dann musst du mit deinem Pferd spazieren gehen. Okay, habe ich eigentlich, glaube ich, schon. Die Verbundenheit Stufe 4. Da schon ein bisschen rumgeritten und immer wenn es aufgeregt war, dann habe ich es beruhigt und so eine Sachen. Ja, ja, ja. Ab und zu mal was zu fressen geben und schon hast du die Verbundenheit dann auch. Ja, das geht. Je nach Pferd ist das halt unterschiedlich, ne? Ja, ich habe ja das Billigpferd sozusagen, was umsonst gab. Hatte ich auch. Für den Anfang reicht das. Na, bis man erstmal nicht mehr weiß, wohin mit den Dollars, dann kann man sich mal ein Pferd kaufen. Ja, gut, das ist, kommt drauf an. Also ich habe schon zugesehen, dass ich das relativ schnell hinkriege, mir ein anderes Pferd zu kaufen, weil die halt auch unterschiedlich scheu sind, ne? Die Bretone zum Beispiel, die sind nicht so scheu. Das heißt, wenn da mal ein Krokodil oder eine Schlange ist, dann kannst du mit denen da einfach drüber reiten. Und ein anderes Pferd schmeißt dich halt direkt ab. Ja. Das ist je nach Situation ganz schön doof. Ja, das hatte ich ja vorhin auch. Verfolgen mich zwei oder drei Wölfe und das Pferd guckt erstmal nach hinten und reitet dann so seitlich. Ich so, guck nicht, reite! Ja, das kann manchmal ganz böse in die Augen gehen. Vor allem, wenn ein Puma oder ein Bär kommt.